Ja, hallo und herzlich willkommen zu mittlerweile dem fünften Teil meiner Reihe zu Demon's Souls. Und wir sind hier nicht da, wo wir aufgehört haben beim letzten Mal, sondern im Nexus. Und es ist leider so, immer wenn man das Spiel beendet und an einer anderen Stelle wieder startet, also an einem anderen Tag oder an einer anderen Stunde, dann fängt man wieder hier im Nexus an. Ja, was eigentlich ganz gut ist. Denn dann kann man immer überflüssige Seelen einfach so, zack, nochmal investieren. Und wo ist denn, hallo? Wo ist denn die Maiden? Ja, Mel, wo ist denn die Maiden Black? Ja, bei der kann man nämlich eigentlich seine Seelen eintauschen. Und zwar in Level-Ups. Komisch, komisch. Hör mal, hast du die vielleicht gesehen? You came for demon souls? Or to save this land and be remembered as a hero? It's all the same. You're just another prisoner of the Nexus. We're welcome here, as long as we keep slashing up demons. Ja, habe ich vor. Deshalb darf ich ja wohl hier bleiben. Entschuldigung, der Palast von Boletaria. Ja, dann gehen wir da einfach mal zurück. Die Maiden scheint ja noch nicht hier zu sein. Vielleicht kommt es auch daher, weil ich einfach das Spiel beendet habe und nicht durch den Arkstone wieder weg. Daran könnte es liegen. Jetzt ist die Frage, soll ich noch mal ganz kurz probieren und euch noch mal den Ladebildschirm zumuten oder einfach mit meinen über 3000 Seelen versuchen, den Endgegner kaputt zu machen. Ja, wir probieren es einfach mal. No risk, no fun. So, da sind wir. Okay. Ausgerüstet sind wir auch, ja, alles klar. Das haben wir. Brandbomben. Zwei Brandbomben. Das ist aber nicht viel. Ich glaube, ich gehe dann doch nochmal ganz kurz zurück. Ihr erlaubt. Weil ich habe mir vorgenommen, unbedingt mir Brandbomben mitzunehmen für diesen Gegner. Ich will das nicht unbedingt riskieren. Okay, jetzt kann ich auch mal gucken, ob die Maiden mittlerweile hier ist. Nein, ist sie natürlich nicht. Schade. Okay, du bist es, oder? Hi. Waffen aufwerten. Genau, Gegenstand kaufen. Das habe ich mir ja schon fast gedacht. Der hat nichts. Das ist ja gemein. Nun gut. Dann lasse ich mal eben meine Ausrüstung reparieren. Das ist ja wohl das Mindeste. Vielleicht hilft mir das ja wenigstens ein bisschen. Oh, die ist aber ganz schön kaputt. So, das hätten wir. Do come back alive. I need your business. I need your business. Na, immerhin braucht mich einer hier. Okay, Leute, mit zwei Brandbomben. Das kann lustig werden. Aber egal, keine falsche Scheu. Das wird jetzt angegangen. So, man up. Darf ich nur nicht auf dem Weg hier schon zu viel federn lassen? Ja, die warten nämlich alle hier auf mich. Oh. Ach, das ging doch schon mal. Das war ganz schön teuer, wenn ich überlege, dass ich jetzt fast 500 Seelen bezahlt habe für meine Ausrüstung. Aber das hole ich mir alles zurück. Diese Tierkadaver hier. Na, kommt schon. Ich sehe euch doch. Der ist in mein Schwert gesprungen. Da
hat er mich doch glatt erwischt. Der aber nicht. Ah, so. Ich glaube, das müssten sie jetzt fast schon gewesen sein. Ne, oben ist doch bestimmt noch einer hier. Ah, genau. Einer? So, alle schön in mein Schwert gesprungen. Ja, dich habe ich auch noch auf dem Zettel. So, sehr gut. Hör mal, dich auch noch. So, gut gelaufen, jawohl. Und auf geht's. Soll ich's wirklich wagen? Ich muss es. Oder? Ja, doch, kommt. Auf geht's, Geronimo! Ja, so, hier. Ich muss weg. Ich muss weg. Eieiei. So, das war's mit der Herrlichkeit. Ab jetzt bin ich auf mich gestellt. Hui. Ist aber auch eine miese Angelegenheit. Das kann sich jetzt ein bisschen ziehen. Boah, boah. Ah, ich laufe mal eben ganz kurz hinter denen. Bisschen auf Abstand. Und das ist ja fein. Oh. Das sieht gut aus. Und lauf, 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 lauf. Ja, man darf den nicht unterschätzen. Der hat ganz schöne Reichweite mit seinen Speeren und hat auch richtig dicke Speere im Arsenal. Das war knapp. Aber es ist eigentlich angebrachter, hier immer mal ordentlich reinzuhauen. Das bringt nämlich wenigstens was. Nein! Hey! Seht schon, das ist, man darf ihn einfach nicht unterschätzen. Uah, uah. Oh, Junge. Der kleine Leuchtglobus da. Ich muss, glaube ich, noch was nehmen. Das ist halt wirklich, wenn man einmal eine Salve abbekommt, dann kann es halt schon mal eben schnell vorbei sein. Sehr gut, es werden weniger. Ich muss das irgendwann mal wirklich zählen, wie viele das sind. Was war das denn?
Ja, habt ihr den großen Speer gerade gesehen, der auf mich zugeflogen kam? Ja, ja, das war nämlich der von dem dicken Onkel von denen. So, weg mit dir. Dich krieg ich jetzt auch noch. Nee, oder auch nicht. So, da war ich aber nur mal wieder zu... Oh, der sieht doch wieder, der ist ganz alleine. Tut mir leid, aber... Ui, 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 ui. Bloß hinter eine Säule wieder. Weg, 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 weg. Und nochmal, njam, 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 njam. Bisschen Sichelmondgras. So, jetzt locke ich den nochmal hier hin und... Laufe ganz geschickt hier herum. Dem gebe ich nochmal eine. Und der ist hier ganz, ganz ungeschützt. Oh, was ist das denn? Ah, ui. Ganz vergessen, dass ich das zweihändig hielt. Nein, nein, nein. Nicht jetzt. Okay, komm, ein Sichelmondgras noch. Oh, einmal ordentlich rein. So. So, nochmal. So, jetzt ein bisschen hier Action machen. So, ein bisschen in den Infight, ne? Das kann ja auch mal nicht schaden. So, mein Freund. Oh. So, ihr noch, ihr beiden Drecksklumpen. Ey, ist aber auch. Zäher Bursche. Ah, auf den Klumpen hier. Zack. Ja, guck mal auf den Boden. Das sieht hier schon richtig aus wie eine große Schweinerei, die ich hier angerichtet habe. Ihr fragt euch sicherlich, warum hast du das am Anfang nicht so gemacht? Aber das ist wirklich was anderes, wenn das so viele sind, weil die auch mal gerne einen umkreisen. Und so ist der Kleine ja ganz wehrlos. Na, komm, dich da hinten auch noch. Oh, waren sie das alle? So, und tschüss. Gewonnen! Ja, und wie ihr seht, ist unsere Energieleiste jetzt auch endlich wieder voll, denn wir sind jetzt
keine Leiche mehr, sondern wir sind wiederbelebt worden. Ein Traum. So, ein neuer Arkstone ist jetzt hier auch erschienen, mit dem wir auch gleich zurück in den Nexus können. Oh, super. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir uns aber noch ein bisschen hier dem Palast von Boletaria am Anfang widmen. Und ja, jetzt geht's mal ganz schnell wieder zurück zum Nexus. Dann gucken wir, ob die Maiden jetzt da ist mittlerweile. Und dann war's das auch für heute. Puh, bleiernde Dämonenseele. Das ist doch super. Und den Keilstein berühren wir. Auch wenn er eigentlich wirklich nicht schwer ist. Jedenfalls nicht, wenn man weiß, wie er funktioniert. Ist es immer wieder aufregend bei diesem Spiel, weil... Ja, wie ihr gesehen habt, ein, zwei Piekser und dann hatte man schon die Hälfte der Energie weg. Welcome back. Och, Gott sei Dank, die Maiden ist da. Juhu! The monumental awaits the above. The monumental will explain the nexus to thee. Oh, schön. Ja, dann werden wir mal zu dem Gewaltigen beim nächsten Mal uns direkt auf den Weg machen. Also, ich stelle mich jetzt mal hier vor die Statue, dann sieht es wenigstens so aus, als würden wir da anfangen, wo wir aufgehört haben. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Smurlock. Bye, bye.